Okay, nimmst du ihn dir? Hallo? Hundi? Komm, nimm hier. Kriegst du. Du sollst fressen, nicht glücklich sein. Ich muss ihn vorhin vor ihm hinlegen. Ich glaube, er hat ihn gefressen. Was ist das Resultat? Was habe ich jetzt davon? Ach, läuft er mir jetzt hinterher? Oh, das ist ja süß. Ich habe einen Hundi! Und wenn es bald nicht mehr regnet, ist der Hundi auch noch glücklich. Gleich hört's auf. Gleich hört's auf. Dann habe ich mal wieder 10 Minuten, wo es nur bewölkt ist. Manchmal findet er eine verdächtige Truhe. Okay. Cool. So, schon fertig? Bleib an, es regnet nicht mehr. Offiziell ist bewölkt. Folgt er mir oder kann ich den abhängen? Och nö. Also hätte ich jetzt... Na egal. Ich hole ihn später wieder ab. Warum? Ich laufe mal ein bisschen abseits, weil ich eigentlich... Shit. Uiuiui. Weil ich keinen direkten Kontakt mit dem Viech haben will. Das ist doch hier auch irgendwo gewesen, ne? Ich glaube, es war hier. Nee. Doch, hier war es. Das werde ich dann auch noch besiegen. Aber nicht jetzt. Kann man vor den Viechern eigentlich ausweichen? Geht das? Oh shit. Es brennt schon wieder. Oh no, es brennt schon wieder. So. Thema durch. Ich werde ihn nicht killen. Gut. Wo ich ja gerade da bin. Jetzt versuche ich es mal. Kann man bei diesen Viechern ausweichen? Nennt man Teleport? Was? Nein, ich will dieses Viech killen. Blocken und zurückwerfen. What? Wie kann ich denn zurückwerfen? Brauche ich dafür einen speziellen Schild? Ach so, warte, es liegt doch diese Blocktechnik, ne? Wie geht denn die? Nein, shit. Diesen Pfeil, der bereut, den reut's mich jetzt. Wie gingen Blocken noch gleich? Ich weiß es nicht mehr, naja, egal. Ich kümmere mich später um den. Wie ging der Schildkonter, Leute? Ich weiß es nicht mehr. Die Controls sind ein bisschen her. Ich spiele das Spiel nicht in 2 Wochen am Stück durch. Du, Link, hör mir zu. Jerry ist wieder gesund. Das muss die Kraft der Liebe sein.
Ha-hu-ha-ha, nee, ha-hu-ha-hey, ich, ha-hu-ha-hey, ja, habe, ha-hu-ha-ha-hey, getan. Ja, jedenfalls, okay. Du hast sie angezählt, na egal. Ich habe eine Belohnung für dich als Dank, dass du Charity wieder aktiviert hast. Oh, nice. Antike Pfeile, nice. Wolltest du mir damals zeigen? Hä, habe ich das noch nicht gelernt? Wo lernt man denn das dann? Weil irgendwo muss man die Technik ja lernen. Es kann ja nicht sein, dass es da eine Technik gibt, die sie einem nicht sagen. Also wenn ihr mir sagt, wo man es lernt, dann werde ich mir es da angucken. Okay. Auf Grundlage des geheimen Wissens der Schick habe ich sie immer weiter verbessert. Jetzt sind sie Anti-Verjährungswaffen oder kurz AVW. Sieh mal, hier sind meine Babys. Die antiken Pfeile. Meine Cherry kann nicht nur antike Pfeile herstellen, sondern auch allerlei antike Ausrüstung. Versuch doch mal, sie mit antiken Materialien und Geld zu füttern. Geld? Hoho. Hoppla, hast du das gehört? Naja, du musst verstehen, Link. Unser Forschungsbudget ist stark geschrumpft seit dieser dummen Sache mit der Zerstörung vom ganzen Schloss. Sieh es als dein Beitrag zur Wissenschaft. Lass uns nicht lange fackeln. Gemeinsam besiegen wir die Verehrung. Uff. Stets zu Diensten. Bitte Materialien und Rubine eingeben. Oh. 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 Ich könnte sogar den Ultraschild. Alter. Krass. Also ich könnte jetzt schon was herstellen. Aber ich bräuchte dafür vor allem anderes Zeug. Ja, aber wer sagt es? Ach so, okay. Aber wer sagt es einem? Das muss ja irgendeiner muss einem wieder sagen. Hey, du kannst übrigens auch kontern. Weil sonst wäre das ja dezent gemein. Gott, ich speichere mal und werde es einfach mal das Schild kontern üben. Weil ich werde es wahrscheinlich auch bei den anderen Viechern brauchen, vermute ich mal. So. Fuck. Okay, nochmal. Aber er ist schon zerbrochen. Oh, der hat ja nicht viel ausgehalten. Fuck. Nein! Mist. Guck ihn an. Fuck. Ist das schwer. Oh, okay. Ach so, jetzt krieg ich's. Ja, danke für den Hinweis. Okay. Also das war gar nicht mal so easy. Nachdem ich auch ziemlich viele Schilde verloren habe, würde ich es einfach nochmal versuchen. Ach, lass mich raten. Ich habe jetzt zweimal zur Seite gehauen. Nice, Geld. Aber okay, das versuche ich noch einmal. Das will ich noch ein paar Mal üben. Weil damit kann man, glaube ich, auch den Wächtern ziemlich wehtun, oder? Kann das sein? Ich würde das gerne üben. So nach und nach möchte ich die starken Gegner doch alle mal ausprobieren. Uff. Sei still. Na du, komm her, seh mich. Ah, okay, man muss wirklich schon ein bisschen vorher hauen. Okay, verstehe ich. Finde ich gut.
Also die, die laufen. Oh, oh, oh. 3 Schildkonter. Oh, das ist aber ganz schön schwer, oder? Okay, ich versuch's noch einmal. Von nah scheint es ja echt ziemlich einfach zu sein. Dass ich auch mal gegen die kämpfen kann irgendwann. Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn ich das auch mal lernen würde. So, okay. So, gut. Einmal probiere ich es noch. Ich hoffe, ich kriege das jetzt gleich beim ersten Mal hin. Bei den bewegenden Wächtern ist das halt ein bisschen kacke. Weil da geht es nicht so einfach. Hi du! Ach so, das steht in der Steuerung drin. Nee, steht nicht in der Steuerung drin. Toll. Aber okay, gut zu wissen. Ja, ich vermute mal, wenn man weiter weg ist, blockt man auch, aber dann hängt der Strahl davon ab, wo man gerade ist. Also dann schießt der Strahl in unterschiedliche Richtungen. Je näher man natürlich an den dran ist, umso einfacher wird es halt, den ordentlich einen reinzugehen. Ja, klar, habe ich mal gelesen. Ich lese immer. Okay, das ging. Soll ich es mal versuchen? Ach komm, ey. Ich mache jetzt mal eine kurze Pause. Ich muss mal kurz was klären. Ich habe gerade gesehen, mich hat einer angeschrieben. Deswegen mache ich mein Mikro mal kurz aus. Bin aber gleich wieder da. Es wird nicht lange dauern. Also bis gleich.
So, gut, bin wieder da. Hallöchen. Dich mal wieder unsichtbar. Hyrule Field. Nee, wir gehen jetzt zu dem neuen, habe ich beschlossen. Ich will das mal üben. Wenn ich die einen jetzt schon ein bisschen geübt habe, jetzt muss ich die anderen auch noch üben. Okay, was habe ich gerade für eine Waffe? Ja, die zerbricht gleich, da kann ich sie ideal beim Leuen verwenden. In so einem super Kontermoment. Oder ich hau dich um. Haha, Idiot. So, okay. Genau in der Reihenfolge. Och ne, nicht schon wieder ihr, ey. Gib mir auf den Senkel. Wait. Ich glaube, ich muss hier hinklettern, ne? Ups. Verdammt. Egal. Ne, ich probiere jetzt erstmal den neuen. So. Der wird sich wünschen, er werde niemals gespawnt worden. Haha, denn ich bin der beste Leuenbekämpfer aller Zeiten. Ich kann keinen Fehler in meiner Argumentation sehen. Wieso auch immer hier das Feuer nicht ausgeht, ne? Ach, whatever. Warum sind hier so viele von diesen Viechern, ey? Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Alter, ich will gegen einen Leuen kämpfen! Lass mich in Ruhe, ihr Kackviecher! Wo ist der? Oh! Boah, geh mir nicht auf den Senkel, ey. Da hinten ist der. Meine Fresse, ey. Da hinten ist er, okay. Gut. Speichern? Ja. Ich werde so verkacken. Ich werde ultra versagen. Hat er mich gehört? Oh, der hat Elektropfeile. Nicht schön. Ziel auf ihn. Oh, meine Wächter, das ist ja praktisch. Die ist genau im richtigen Moment zerbrochen. Du kriegst jetzt die nächste Wächter-Ext. Ach, scheiße. Ja, okay, vielleicht sollte ich noch die richtige Taste drücken zum Springen, so. Dann könnte ich auch ausweichen. Komm, steh auf. What? Ich bin ausgewichen? Ist ja geil. Ich habe keine Ahnung, wieso. Oh. Shit. Stoppelt. Das ist unhöflich. Das macht man nicht. Kack. Oh, mein schönes Fleisch ist weg, oder was? Mist. Okay. Ach, als ob, ey! Komm, steh auf! Hopp, los, steh auf, du Idiot! So. Warum trifft mich sowas? Naja. Okay, ich werde dich noch... ich übe das eh nochmal, aber egal. Wie muss ich denn da springen? Muss ich da zurückspringen? Hä? Ich... Na egal. Ich übe das eh noch ein paar Mal. Och, leck mich doch. Diesmal wird das nicht funktionieren, ja? Ja, tu ihm doch weh! Was machst du? Warum schlägst du?
Achso, muss ich zurückspringen. Okay, muss ich zurückspringen. Habe ich gecheckt. Haha, du kriegst auf die Fresse. Okay, ich bin besser geworden im Spiel allgemein. Bam! Bam! Oh, verdammt. Na, Treffer ist Treffer, vermute ich mal. Okay, das hat auch funktioniert. Sehr schön. Haha, ich hau dir in deinen Arsch. Alles, das wäre ja unfair, wenn mich was Tode zählen würden. Bist du dumm? Warum machst du denn... Warum machst du denn jetzt so ein? Oh! Kackviech, ey! Oh Mann, ey, geh mir nicht aufs Senkel, ey. Gut, passt. Kann ich ihn nochmal schnell treffen? Ich habe ihn sogar nochmal getroffen. So, okay. Oh, der nervt mich, ey. Ja, lel. Ja, genau. Oh, dann ist der Aufwind genau in der Sekunde weg, oder was? Als ob. Ich dachte, ich kann ihm ausweichen, aber nee. Renn. Wow, was nehme ich denn jetzt? Die da vielleicht, ja? Idiot, ich habe keine Ahnung, warum du mich wehtut. Konntest. Oh, okay, das war dumm. Okay. Ha, ha. Bis hierhin schlägst du dich schlecht, Lüne. Hat. Kann man da auch ausweichen? Oh, du gehst mir was auf den Senkel, ey. Das war ja easy. Okay, also gut zu wissen. So langsam check ich das. Ein antiken Pfeil gegen ein Lünel. Also gegen ein Leun. Ja, nö. Bestienlanze. Okay. Habe ich halbwegs was dafür gekriegt? Hat sich das gelohnt? Moment, was ist alles kaputt gegangen? Kaputt gegangen ist meine antike Lanze, von der ich eh schon eine hatte. Eine Lanze, die eh schon, also einen von den Teilen, die eh schon kaputt waren. Ja, okay. Okay, ja, von mir aus.
Ich bin damit mal zufrieden. Aber ganz zufrieden war ich noch nicht. Versuche ich es nochmal? Ich glaube, ich versuche es nochmal. Nein. So funktioniert das nicht. Ich glaube, ich versuche es noch einmal. Einfach aus der Übung heraus. Ja, ich versuche es noch einmal. So, was habe ich gerade? Ich habe gerade die kaputte Wächter-Axt. Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Ja, gute Idee. Kriegt er das mit? Oh, wait. Ich muss mal kurz neu ausrüsten. Wart mal kurz, Lünel, bitte.